Also dann zwei Spitze und dazu zwei flache und ein Paket Kies. Und ein Paket Kies. Müsste eine lustige Steinigung werden. Ja. Ist ein Einheimischer. Prima. Und viel Spaß, die Herrschaften. So, ich möchte das hier kurz, nein, nicht kurz. Ich möchte es einfach darstellen oder thematisieren. Keine Ahnung, damit sie es gesagt haben. Weil diese Geschichte ist mir jetzt durch einen anderen Kommentar ist mir das in den Sinn gekommen und es weckt Assoziierung jetzt. Irgendwie. Ich möchte das kurz, wie gesagt, darstellen. Wir haben hier, das ist das erste Kapitel der Bibel. Genesis, also respektive der Bücher Moses, die stehen ganz am Anfang. Das erste, wenn du die Bibel aufschlägst, das ist das erste, was du liest. Im Alten Testament. So, wir haben hier the creation, die Schöpfung. In the beginning, there was Jack, and Jack had a groove. In the beginning, Elohim created heaven and earth. Ich möchte das nicht alles vorlesen. Es geht um die Station. Und ja, als Anmerkung, du siehst es hier fett gedruckt. Das ist die erste Version der Schöpfung und sie wird komplett Elohim zugeschrieben. So, wir haben hier als erstes die Schöpfung von Himmel und Erde. Himmel und Erde. Es gab noch keine Form. Der Geist schwebte über dem Wasser. Wir kennen das. Es werde Licht. Dann wird Tag und Nacht erschaffen. So. Es folgen Wasser und Land. Es folgen die Pflanzen. Es folgen die Sterne und der Mond. Ja, nach den Pflanzen. Dann folgen die Tiere im Wasser. Dann folgen die Vögel in der Luft. Es folgen die Tiere auf der Erde. Und zum Schluss, let us make humans in our own image, in our likeness, Elohim said. So, wir haben zum Schluss die Erschaffung des Menschen. Und gelangen an, and Elohim saw everything that he made, that it was very good. Dann wurde es Abend, dann wurde es Morgen, der sechste Tag. Also wir haben jetzt alles erschaffen, wir haben nur noch einen Tag. Und dieser Tag ist bekanntlich der Schabbat. So, der siebte Tag. An diesem Tag hatte Elohim seine Arbeit beendet. Er hörte auf und chillte. Das ist die Schöpfungsgeschichte. Nun aber folgt die zweite Version der Schöpfungsgeschichte. Und hier nun taucht Jahwe auf. Der ist neu und er ist hier die ganze Zeit Jahwe Elohim, Jahwe Elohim, Jahwe Elohim. Und wir wissen, Elohim und Jehova Elohim, das sind Gottesnamen in verschiedenen Sphären, die sie zuordnen. Ich meine also, diese zweite Geschichte, die nun folgt, das ist in einer anderen Sphäre. Vermutlich in der Sphäre, in der wir uns befinden jetzt. Und du siehst, die beginnt ganz anders. Und das ist der interessante Punkt, weil die zweite Schöpfungsgeschichte beginnt wieder bei Tag 0, bei Tag 1. Und zwar beginnt sie mit der Erschaffung des Menschen. So, als erstes wird Adam erschaffen. Das ist der erste Schritt. Danach erst folgen hier, dann werden hier die Bäume erschaffen. Der Tree of Life and the Tree of Knowledge. So, in der Mitte des Gartens, dann folgen hier Flüsse. Daraufhin
Da kriegt ihr die Anweisung, du darfst ja anschauen, aber nicht naschen. Hier. Und so hier kommt, das ist interessant. Das ist ein interessanter Punkt. In der zweiten Version der Schöpfung kommt die Verführung mit ins Spiel. Die ist in der ersten Version noch nicht da. Weil die erste Version der Schöpfung ist eine reine Abfolge von Ereignissen. I have given you all green plants as food to every land animal, blah, 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 and so it was. So, da ist keine Versuchung. Das ist eine Abfolge, ja, der Arbeiten hier, the work. Die Versuchung kommt hier ins Spiel, mit diesem Apfel, den er nicht essen dürft und so. Und von der Abfolge her wird erst der Mensch erschaffen. Moment, wo war ich jetzt? Hier, formed the man from the dust of the earth. Ich hätte vielleicht die deutsche Übersetzung nehmen wollen, aber ich will das deshalb zeigen, weil auf Deutsch steht einfach Gott. Da steht einfach nur Gott, da steht nicht Elohim oder Yahweh Elohim. Okay, obwohl das von Bedeutung ist. So, und wir haben, ich suche jetzt, wo ist das mit den Tieren? Hier, he formed the wild animals. Okay, erst der Mensch, dann die Tiere. Ja, ich bin super vorbereitet. Wie auch immer, worauf ich eigentlich hinaus will. Okay, wenn du auch hier die Einleitung ab. Wie gesagt, wir haben die erste Schöpfungsgeschichte. Die läuft von oben nach unten, hört mit dem Menschen auf. Die nächste Version hier beginnt mit der Erschaffung des Menschen und daraufhin folgen all die Kreation. Und ich finde interessant hier, schau dir hier das, die Einleitung. This is the account of heaven and earth when they were created at the time when Yahweh Elohim made earth and heaven. Heaven and earth, earth and heaven. Heaven and earth, earth and heaven. Das heißt, wir haben hier abermals die Spiegelung. Erst Himmel, dann die Erde und im zweiten Fall erst die Erde, dann der Himmel. Wir haben es hier mit zwei Erden und mit zwei Himmeln zu tun. Und wir haben hier im zweiten Raum kommt Jahwe dazu, während im ersten Raum Elohim für sich alleine steht. Da ist doch ein Gedanke dahinter. So, und um das nur, ich habe mich zu wenig vorbereitet. Ich wollte das einfach kurz präsentieren. Weil ich sehe darin die Beschreibung einer Ordnung, die letztlich hierauf rausläuft. Also wir haben, schauen wir anders herum. Mann, ah. Okay, wir haben erst den Bericht einer Schöpfung. So, kurz unterbrochen. Wir haben erst den Bericht einer Schöpfung, die runtergeht bis zum Menschen. So, es beginnt groß und endet klein. So, es beginnt mit Himmel und Erde etc. Es hört beim Menschen auf. Und die andere Geschichte fängt beim Menschen an. So. Und dann kommt der Rest. Okay, und das erinnert mich, wir wissen ja bei den Kabbalisten, sie sagen ja, Bina, nein, falsch, sie sagen, Malkut ist die Spiegelung von Bina. Sie sagen, Bina spiegelt sich in Malkut.
Und ich meine, was ist das Verhältnis bei einer Spiegelung? Da haben wir genau das. Wir haben die gleiche Geschichte zweimal, aber es ist halt verdreht. Okay, mich erinnert diese Konstellation, die wir hier in der Schöpfungsgeschichte finden, irgendwie an diese Ordnung. So, ja, wie gesagt, nur ein Video, einige Anmerkungen. Ich wollte das mal kurz hier zusammenfassen, darstellen, wie auch immer. Bis bald, ciao. Ich möchte doch noch ergänzen, weil wir haben es ja hier, wie gesagt, wie ich meine, es geht hier um diese zwei Räume. Und wenn wir die erste Schöpfung lesen, die endet mit dem siebten Tag, and it was very good. Und wir wissen, was heißt very good auf Freimaurerisch. Was heißt das? Was ist perfekt? Wie könnte man das symbolisieren? So ein perfektes Werk. So, ich denke, wir nehmen einen Kubus. So, und dann folgt, das ist, ich unterstelle, die Sphäre, die Binare präsentiert. Und wir adden nun den zweiten Kubus, damit der Doppelkubus entsteht. Der ja, wie wir wissen, der Doppelkubus ist die Verbindung vom Himmel in, nein, von der Erde in den Himmel, so. Im rituellen Rahmen. So. Wenn wir also dieses, was ich da links gezeichnet habe, hier, könnte man auch darstellen als den Doppelkubus. Weil auch diese, das ist, ja, voilà. So. Ich glaube, this is it. Das will diese Geschichte darstellen. Okay, bis bald, ciao.